Hey ihr Schattenbrecher, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind wieder auf Ilium. Ich wollte mir hier noch ein paar Upgrades kaufen. Und dann hauen wir direkt wieder ab von hier. Wir haben ja letztes Mal... Ja. Ich. Ja, ich bin der Reichste hier. Nee, nicht ganz. Ich habe kein Geld mehr. Auf jeden Fall... Ja, wir wollen uns hier noch ein bisschen umschauen, noch die Sachen holen. Wir haben letztes Mal hier die Sache mit dem Shadow Broker gemacht. Warte mal, Saris Technology, haben wir hier alles? Na, wir haben nichts, wir haben alles gekauft. Ich habe eh nicht mehr so viel Kohle, beziehungsweise ich habe jetzt durch die Shadow Broker Mission eine richtig Menge große Geld gemacht. Was? Universalgeld Programmierlösung, alles klar. Das hört sich doch gut an. So. Wie gesagt, uns fehlt noch ein Upgrade, ich glaube, für die Lebensenergie für Shepard. Die holen wir uns hier noch. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Tali-Loyalitätsmission und die DLCs, die noch offen sind. Aber wisst ihr, ich mach alles. Ich mach alles, 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 alles. Ich meine nur, wir sind hier, um Waffen zu kaufen. Solltest du das nicht etwas ernster nehmen? Es reicht nicht. Ich habe 4000 Credits zu wenig. Das ist doch Kacke. Dann kommen wir später nochmal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die Lebensenergie. Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Sie sind so empfindlich. Was hier los ist, oder? Ist ja schon krass. Die ganze Zeit Stimmgewirr und Nachrichten. So, gut. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, fertig. Was haben wir denn eigentlich noch an Aufträgen? Wir gucken mal ganz kurz. Tagebuch, Aufträge. Wir haben das Bloodpack-Kommunikationsportal. Das wollte ich machen. Die Citadel gefälschte ID gefunden. Beim Angriff auf Harkins Versteck im Industriegebiet des Saka-Bezirks wurde eine gefälschte ID gefunden. Sie können sich noch als nützlich erweisen. Das machen wir. Wie gesagt, es gibt so viel zu tun, Leute. Ich möchte alles, 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 wirklich alles abschließen, bevor wir weitermachen. Weil, ihr wisst ja, es kommen noch einige Sachen. Und dann kann man aber auch nicht mehr, wie soll ich sagen, das beste Ende bekommen. Und ich möchte das beste Ende. Natürlich möchte ich das beste Ende. Können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen fertig? Ich weiß, was gibt's da für ein deutsches Wort für Uplifting? Also, erhebend. Das war so... Das hat mich ganz schön... So von der Laune her, von der Morale her, hat's mich ganz schön gehoben damals, als ich das gute Ende hatte, das Beste. Das ist halt echt geil gemacht. Also man fühlt sich wirklich heroisch, wenn man das auf der besten... Also das beste Ende schafft. Das ist einfach nur krass. Ich sag's euch, ihr werdet sehen, wenn ihr es nicht selber gespielt habt damals oder... Ja, es kommt ja jetzt wirklich im Mai übrigens auch das Remake, beziehungsweise Remaster. Ich glaube, sie wollen es großteils beibehalten, wie es ist. Ich werde es mir vielleicht im Stream anschauen, im Stream spielen. Aber ich werde es jetzt nicht nochmal hochladen hier. Vielleicht dann die Highlights von Twitch werde ich hier rüber katapultiert auf den Zweitkanal. Aber ganz ehrlich, ich spiele es ja jetzt gerade. Warum soll ich es dann nochmal auf dem Kanal spielen? Wurde ich halt schon gefragt, ob ich das gerne nochmal machen möchte. Nee, nicht so gerne. Nicht so gerne, Leute. Weil, ne, wie gesagt, ich habe es ja jetzt hier schon... Oh, auf Selene gibt es noch eine Anomalie. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Auf Selene. Tareth Bloodpack Portal deaktivieren. Machen wir. So, und ich glaube, ich nehme wieder Samara mit. Und wen hatte ich eben noch? Ich nehme wieder Jacob mit, komm. Samara und Jacob. Die hatte ich so selten dabei jetzt, die Leute. So selten. KI-Hacking nehme ich mal. Oder? Taktische Tarnung, Disruptor-Munition. Ja, die benutze ich so selten. Schwere Warp-Munition. Ich nehme das KI-Hacking. Gut. Samara hat 2, kann man nichts von holen. Jacob hat 3, kann man auch nichts von holen. Beide sind loyal, perfekt. Mal gucken, was es mit dem Bloodpack-Portal auf sich hat. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr, längere Parts machen. Oha. Aber ich muss halt noch ein bisschen vorproduzieren, Leute. Und ich würde auch gerne jeden Tag wieder ein Part bringen. Ich weiß, es ist halt mal für manche ein bisschen blöde. Ist halt leider auch immer ein bisschen länger Pause zwischen den Parts, das weiß ich. Ich möchte es eigentlich nicht so gerne machen. Aber gut. Wie ich es halt hinkriege, leider aktuell ist es nicht besser. Wir gucken mal. Wird schon wieder, wird schon wieder. Datenpad. Na toll, jetzt kriege ich hier Kohle wahrscheinlich. Ich frage mich, was hier passiert ist. Achtung an alle Arbeiter. Arbeitet an diesem Knoten. Nee, arbeitet an diesem Knoten einstellen. Hier gibt es nichts mehr abzubauen. Sofort zu anderen Einsatzorten wechseln. Salamul. Oh. Sehr schön. Aha. Achtung.
Die Atmosphäre ist toxisch. Oh nö. Will ich jetzt wieder Schild oder was? Nee. Ich meine, wir haben ja einen Helm auf. Und daher alles gut. Da. Oh, die schon wieder, die platzen. Geht. Ekelhafte Viecher. Die klicksen. Die Pistole ist einfach viel zu langsam, wenn ihr mich fragt. Die ist viel schneller. Also ich meine jetzt auch nicht die Schussgeschwindigkeit, sondern die Projektilgeschwindigkeit ist höher. Oder kommt mir das nur so vor? Oh cool. Ich habe keinen Hinweis, wo es hingeht. Aber ich meine außerdem... Also auf der Minimap, aber man sieht ja den Strahl, dem ich folgen muss. Ganz klar. Bam. Rohmaterial. Es wäre schön, wenn das... Na gut, Zero haben wir jetzt ja mehr als genug, zum Glück. Das ist schon recht krass, dass wir einfach mal so 10.000... Zero, Element Zero bekommen haben. Warte mal, hier geht's gar nicht lang. Doch. Wo wäre denn der andere Weg? Ah, der wäre hier auch. Das wäre der direkte Weg gewesen, ohne Bonus wahrscheinlich. Oh! Hey, hey, hey. Wo seid ihr denn? Jacob ist schon weiter. Oha. Traumhaft hier. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja, Jacob, ne? Mach du mal, geh mal vor. Was haben diese Leute hier gemacht? Rup, rup. So. Achtung an alle Arbeiter. Sofortiger Rückzug. Shuttles zur Evakuierung sind unterwegs. Wer bei ihrer Ankunft nicht am Versammlungsplatz ist, wird bei den verdammten Käfern zurückgelassen. Salamul. Oh, ist ja nett. Ich glaube, dieses Vieh wird der Endboss sein, hä? Das Fliegende. Fliegende Fladdervieh. Wo ist es? Da. Mistvieh. Oh, das sieht aus wie Platin. Ja, Platin, in der Tat. Na? Wo sind die Käfers? Gut. Ich werde jetzt nicht alles auf einmal hier wegrotzen. Oh. Salamul, ich kann von Omega keine Vorschau mehr beschaffen. Garm hat genug eigene Probleme. Sie müssen sich also selbst um Verstärkung und eine Lösung des Problems bemühen. Vielleicht sollten Sie einen Signalpfad bauen. Diese dämlichen Vorscher laufen bestimmt einfach raus in den Nebel und finden nicht mehr zurück. Kalusk. Okay. Ja, im Prinzip wird mir das aber auch passieren wahrscheinlich, dass ich mich hier verlaufe so ein bisschen. Mhm. Noch mehr Platin. Was ist das denn da vorne? Eine Pflanze. Ach, endlich raus hier aus der Atmosphäre. Aha. Verstanden. Ich bin hier. Ja, kommt mal bei jetzt.
Ein bisschen Schiss alleine hier vor den Käfern. Ich mache mal lieber die Kryo-Munition. Sag mal, schießt ihr auch mal? Ja, bin unterwegs. Sag mal, hätte ich auch gleich alleine auf den Router, auf den Planeten runtergehen können, oder? Ich möchte gerne Geld und nicht nur Nachrichten. Salamul, wo bleiben die Ressourcen? Arbeiten sie da draußen auch oder stehen sie nur rum und warten darauf, dass die Vorjahr klüger werden? Unser Mann auf Ilium kann nicht ewig stillhalten. Wenn sie das alles weiter verzögern, dann wird der Kampf bei unserer Anreise immer härter werden. Und das würde mich wirklich sehr, sehr wütend machen, Kalusk. Ich dachte, der Salamul ist der Chef. Offensichtlich ja doch nicht. Okay, warte mal, das ist der Nien. Ich muss erstmal den hier aktivieren wahrscheinlich. Ja. Das ist ja komisch. Feinde! Ah! Pladin. Davon konnte ich aber auch nichts kaufen. Ich brauche Credits. Ich will mir noch den Kram. Na gut, auf Ilium muss ich ja sowieso nochmal vorbei, wahrscheinlich. Auch wenn es nur Sturmgewehrschaden ist und ich damit nichts anfangen kann. Aber ich bin ja so ein Vervollständigungstyp. Ich muss alles vollständig haben, Leute. Muss. Na, ist schon schick. Da haben wir angefangen, hä? Oh. Ich glaube, da geht's wohl Bloodpack gegen diese Käfer. Oh, Salamul, da ist er ja. Ja. So sieht's aus. Das war Salamul. Kommunikationsterminal. Aha, aha. So, das war's. Ah, das Vieh macht mir aber noch ein bisschen Sorgen, dieses Flattervieh. Hä? Okay. Auf bislang unbekannte feindselige Alien-Spezies gestoßen. Bloodpack-Streitkräfte eliminiert. 125 Erfahrung, ja. 7500 Credits. Ich habe Credits gefunden, wo denn? Platin gefunden, ja. Aber das reicht jetzt, um das Upgrade auf Ilium zu kaufen. Yay! Das hat sich doch schon gelohnt. Und die Anomalie werde ich mir auch noch angucken. Komm an, dass ihr habt meine neue Nacht. Nein, Kelly, nein. Nee. Nee, Kelly, nee. So. Wo war die Anomalie? Da ist die Anomalie. Die habe ich nämlich off-cam gefunden, als ich hier die Planeten ein bisschen abgekrast habe. Ja, ja. Alle Einheiten melden sich auf ihren Stationen für mögliches Anti-Invasion-Stärke. Die Scanner haben etwas gefunden. Sollten Aktivitäten innerhalb der Minenanlage auf der Planetenoberfläche entdeckt. Besitzer der Anlage ist laut Registrierung Eldfell Ashland Energie. Präsenz von Eclipse bestätigt. Notsignal wird von der Anlage aus betrieben. Sensoren melden mehrere Bauschiffstarts von der Anlage. Okay. Ich will nochmal kurz scannen. Gibt's hier vielleicht noch... Wow. Hey, kannst du mal weggehen? Danke. Ich will mal gucken, ob es hier Element Zero gibt.
Sonde unterwegs. Alles, was mehr ist, was man im Lager nicht halten kann, müsste eigentlich in Geld umgewandelt werden. Das wäre super praktisch, da wäre ich extrem reich schon. Oh, hier gibt es wirklich Zero. Starte Sonde. Ich meine, ich habe zwar jetzt schon genug, aber Element Zero gibt es nie genug, oder? Sagen wir mal ehrlich. Warte, ich höre mir jetzt so das Zero erstmal. Ich will das voll haben. Starte Sonde. Hier. So. Mehr Zero. Sonde unterwegs. Oh. Starte Sonde. Das gefällt mir doch. Mehr Zero. Oha. Sonde gestartet. Das war mal der Hammer. Na? Starte Sonde. Give me fuel, give me fire, give me double saddle's eye. Ich will alles. Alles. Sonde unterwegs. Und immer noch Mittel. Krass. Gib mir mehr. Mehr Zero. Komm. Kinder, ich will weiterspielen. Okay, ich glaube, das war's aber. Starte Sonde. Oh, komm, machen wir den Planeten noch platt, was alles noch so hier gibt. Das müsste jetzt aber auf jeden Fall wenig sein dann, oder? Niedrig, ja. Ja. Was ich meinte. Sonde unterwegs. Komm, jetzt abgebaut. Nee, immer noch nicht. Jetzt aber. Sonde gestartet. Endlich. So. Ist eigentlich total doof, auch wenn jetzt hier noch was wäre. Wir würden nichts mehr rauskriegen, weil es abgebaut ist. Obwohl da überall noch so ein paar Ausschläge waren. Aber ist ja egal. So. Das ist halt das Spiel. Wir nehmen mal Tali mit. Und wir nehmen mal Thane mit. Die guten Thane Krios. So, sie hat noch die Kampfdrohne. Und er hat Schreddermunition. Nehmen wir das mal. Gut. Finde ich ja total interessant. Der Planet hier, es scheint jetzt nichts Großartiges zu sein, aber ich nehme das alles mal mit, so die ganzen Sachen. Oh, Hallöchen. Jetzt will mein Handy ein Software-Update machen. Frachtcomputer? Erinnert mich so ein bisschen an Cobra Kai, die zweite Staffel. Oh mein Gott, war das krass, was da passiert ist. Transportlog. Der Frachter Ter Alan hat angedockt und eine große Ladung Ressourcen für eine Anlage im Drannex-System an Bord genommen. Die Ter Alan hat mit Hinweis auf Piratenaktivitäten entlang der Route für die Landung eine Eskorte angefordert. Okay. Piraten. Piratenoberhauptvogel. Nee, Familienoberhauptvögel waren das bestimmt. Ja, Handy, was machst du jetzt? Oh. Egal. Scheiß aufs Handy. Das müssen sie beide tun. Habe die Schilde verloren. Hey. Uncool, ihr Arschgeige. Ach komm. Soll ich mal wieder die 6? Der Schuss. Eclipse Arschkämpfer. Frontschweine hier. So, ich Sniper beste Waffe. Ist einfach so. Da geht's weiter? Okay. Dann gehe ich mal hier lang. Palladium. Oha. Palladium. Oh Gott, ich kann nicht weiter. Na gut. Gehen wir mal die Tür aufmachen.
Und was haben wir hier? Natürlich wieder so ein Pille-Palle-Ding. Okay, das war echt einfach gerade. Alarm! Wir werden von Söldnern angegriffen. Bringen Sie Zivilisten in die Mannschaftsquartiere und kehren Sie dann auf Ihren Posten zurück. Der Hauptcomputer muss um jeden Preis verteidigt werden. Okay, Alarm! Alarm in der Feuerwache. Feuer! Schuss. Danke. Wurde bereit. Treffe ich denn nicht? Wow. Ich bin unverwundbar. Kampfdrohne unterwegs. Gehe in Deckung. In den Mainframe hacken, ha? Huh? So, so. Machen wir das mal. Okay, zu spät. Nein! Ah, jetzt konnte ich nicht mehr hoch. Manchmal könnte es ein bisschen schneller gehen hier. So, fertig. Gibt Geld? Nee. Verschlüsselte Daten. Position des letzten Kontakts mit der Ter-Alan verschlüsselt. Dechiffrieren. Dechiffriere. Wie lange dauert das jetzt? Das müsste sie weichklopfen. Ich habe den Kontakt verloren. Wir haben den Kontakt verloren. Ich habe den Kontakt verloren. Ey. Aber stehen hier. Dechiffriere immer noch? Okay. Oh nö. Eine schöne Knarre ist leer. Na gut. Mach dir mal. Au. Oh, der Captain. Oh, geh doch in Deckung, bitte. Ziel hat sich getarnt. Oh, Tani. Ziel hat sich getarnt. Dechiffrierung abgeschlossen. Wo habe ich mich bitte getarnt? Ich bin in Deckung gegangen. Das ist ein Unterschied. Du Knallbirne. Die entschlüsselten Daten sind unvollständig. Zur Feststellung der Position der Ter-Alan sind weitere Informationen nötig. Die Daten wurden zur weiteren Analyse an Cerberus übermittelt. Oh ja. Press F to pay mission. Respekt. Noch mehr Palladium, was ich nicht brauche. Cool, das war's. Wir gehen. Na, war jetzt nicht sehr spektakulär. Aber was willst du machen? Das sind halt diese Nebenmissionen, die eigentlich nur da sind, um ein bisschen Geld zu verdienen. Offenbar. Ja, Talan erhalten, weiter Daten notwendig. 125 Erfahrung, sehr gut.
15.000 Credits. Na gut. Da würde ich mich da nicht beschweren. So, ich glaube, wir machen als nächstes dann... Ja, was machen wir als nächstes? Verrat. Wir machen Bloodpack Basis. Oh. Aha. Okay. Die gefälschte ID. Wir fliegen noch schnell rüber zur Zitadelle, Leute. Was haben wir hier? Verwendung für die IDs finden. Ja. Das machen wir noch schnell, komm. Ilium. Das hole ich mir nächstes Mal auf Ilium. Ist ja nur das Maschinengewehr, was wir eigentlich nicht brauchen. Ich meine, wir brauchen es schon, aber nicht für uns. Und wie ihr gesehen habt, die sind jetzt nicht alle gerade sehr schussfreudig, unsere Begleiter. Was kostet das jetzt? Oh, es geht. Also Treibstoff ist echt günstig, muss man sagen. Die Sonden kostet das schon ein bisschen mehr. So, einmal bitte zur Citadel. Mal gucken, wer hier für Verwendung hat. So, andocken. Kennen wir schon. So, wir nehmen dann mit. Ist, glaube ich, egal, wen wir mitnehmen, oder? Ist eigentlich total egal. Gibt ja eh nichts zum Ballern. Lass Miranda. So. Zwei hat sie. Ja. Oh, 6 Punkte. Krass, habe ich Garrus schon so lange nicht mehr dabei gehabt. So, wer von euch Knallköppen ist denn jetzt hier? Der Gunnery Chief? Nee. Der Zoll? Kann ich Ihnen helfen, Sir? Nein, danke. Ich gehe einfach. Der Nächste. Ich gehe einfach durch. Ich bin Sherbert. Ich darf hier durch. So, schauen wir mal ganz kurz. Also, wir haben den Rapid-Transit, wir haben das Lagerhaus, die Certi Foundation, Sarens Applications, Com-Terminal, Zakara Café, Captain Bailey. Hat der vielleicht was Neues? Ja? Nee. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Ja, tschüss. Danke, Herr Fernan. Thomas Carallus. Deine Objekte. Kommen Sie schon, bitte. Sie müssen mir helfen. Ich muss etwas Feines zubereiten. So. Wer kann hier was mit anfangen? Frage ich mich. Die Angst vor einer unkontrollierbaren Seuche in den Straßen von Omega hat sich gelegt, weil die Krankheit mittlerweile... Ja, dank uns. Also, unter anderem. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Hirashimas! Hirashimas! Nun. Vielleicht hier bei den Läden? Ich bin Commander Shepard und... Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Okay. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Tech-Schaden? Habe ich auch noch nicht. Oh, verdammt. Oh Mann, ich dachte, ich hätte schon alles. Oh, ist das blöd. Ich bin Commander. Ja, aber er ist mein Baby. Sonst ist mir nichts von Jacob geblieben. Nun. Ich weiß. Ja, wir haben auch noch einen Jacob dabei, aber das wird er nicht sein. Warte mal, vielleicht im Laderaum? Hören Sie, ich habe lange für diese Rückerstattung kämpft. Hallo? Alles ruhig hier? Nee, ist auch niemand da im Lagerraum. Ich habe die Erstattung bekommen und soll mir im Lagerhaus die umgetauchten... Wer könnte hier... Ne, wer? Gehen wir darüber. So, wäre jetzt gleich auf dem oberen Bereich. Jemand musst du hier jetzt Verwendung haben. Das gibt's ja gar nicht. Das wird aber auch immer so ganz unspezifisch. Naja, ich meine, auf Ilium muss man auch einfach rumrennen und gucken, ob da jemand Bock drauf hat. Rapid-Transit. Ach, guck mal, wer da wieder ist. Willst du noch eine? Sollen wir dich nochmal verhauen? Auch wenn es echt nicht nett ist, eine Frau zu verhauen. So eine zu ballern. Die Darkstar Lounge. Vielleicht hier was. Mal gucken. Ich will es nicht ungeduldig erscheinen, aber ich bin ein bisschen ungeduldig. Tanzen. Tänzerinnen tanzen.
Was darf sein? Ich möchte nichts, danke. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich's anders überlegen. Nee. Das hatten wir schon hinter uns, dieses Besäufnis. Das war nicht gut. Das hat uns ein bisschen lange ausgenockt. Sag mal. Der will gar nicht mit uns reden. Das gibt's doch gar nicht. Wo könnte hier noch was sein? Solitär auf meinem Personalcomputer. Warte mal, ich muss das nochmal lesen jetzt hier. Gefälschte ID ist beim Angriff auf Hagen versteckt. Lalala. Finden Sie jemanden, der für eine gefälschte ID Verwendung hat? Ja, wer denn jetzt, wenn jemand Alkohol kaufen will, vielleicht? Ich bin Commander Shepard. Was kann ich für Sie tun? Ich sehe mich in Ordnung. Ich bin hier, wenn Sie... Oh Gott, das haben wir ja auch noch. Präzisionsgewehrschaden, das müsste dann, glaube ich, der letzte... Lalalaletzte... Immer noch nicht, nee. Oh Leute, was soll man so viel Geld herkriegen noch? Vielleicht er hier, Kagesh? Nicht lecker aus? Nicht wirklich. Ja, die mit ihren Fischen wieder, ne? Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Oh, wir können uns wieder Fische kaufen. Komm, machen wir mal. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es nichts mehr großartig. Kaffee waren wir schon. Wer könnte hier eine... Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakera-Bezirk geben. Falsch gehört. Wer könnte hier so eine ID benötigen, frage ich mich immer noch. Präsidium vielleicht? Captain Anderson. Ja, wir können halt echt nur ins Präsidium. Ich rede mal mit Anderson, vielleicht hat er was Neues zu sagen. Kann ich etwas für Sie tun, Shepard? Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für mein... Die Wahrheit über die Sir... Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Ich gehe jetzt. Meine Tür steht Ihnen immer offen. Ja, das hatten wir auch schon, leider. Ach, na gut, Leute, ich werde mal ein bisschen suchen. Vielleicht... Weiß ich nicht. Soll ich das hier noch drin lassen? Das Dock. Der Eingangsbereich. Soll ich vielleicht bei der C-Sicherheit petzen, dass ich jetzt IDs habe? Nee. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Es ist schon ein paar Jahre her. Es gab kleine Annahmen, sind gefährlich. Wachsam. Danke für der Nächste. Okay, ist auch nichts. Ich werde mal kurz suchen, Leute, und dann schneiden wir das mal kurz rein. Hier, ne? Ich will den Part jetzt nicht so beenden, ohne irgendwas gemacht zu haben, außer ein paar Leute abgeknallt zu haben. Nee, leider habe ich die Person nicht gefunden. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, ich lese die mal, ne? So, was haben wir denn? Bloodpack-Anlage entdeckt. Von Cerberus Oberkommando. Planeteninformationen Sada Ban Xechan-System. Xecha-System. Würgeschlund. Wir haben die Daten dechiffriert und analysiert, die sie auf Tarith sichergestellt haben. Die dort abgebauten Ressourcen wurden nach Sada Ban geschickt, vermutlich zur Herstellung von Waffen. Es ist eindeutig, dass das Bloodpack derzeit eine Invasion von beträchtlichem Ausmaßen plant. Die Zerschlagung der Operation auf Sada Ban wird diese Invasion enorm verzögern oder sogar ganz scheitern lassen. Na gut, das mache ich dann nächstes Mal, wie gesagt. So. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz Fische füttern. Und noch ein paar Sachen skillen. Ah, guck mal, die ganzen Fischis jetzt hier drin. Wo sind denn die ganzen Modelle jetzt eigentlich hier? Die ich gekauft habe, die Schiffsmodelle. Ach da hängen sie alle, guck mal. Ja, eins fehlt noch offensichtlich. Ja, krass. Nur noch ein einziges. Aber wo soll ich das herkriegen? Ich war da jetzt schon auf allen, ja, namentlich eher bekannteren Planeten, oder? Tuchanka, Ilium, Omega, was kein Planet ist, aber ihr wisst schon. So, nee. Upgrades. Achso, ich muss die gar nicht... Ich habe mir das gekauft und gut ist, oder was? Ich dachte, ich muss mir jetzt hier das Waffen-Upgrade. Na gut, Leute, dann mache ich hier schon mal Schluss.
das war's für den Part. Leider haben wir jetzt nicht mehr so viel gemacht, außer halt einfach nur ein bisschen rumgeballert. Aber ich denke mal, das ist auch ganz interessant manchmal. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit dem Spiel. Ich auf jeden Fall. Auch hoffe ich, dass jetzt wieder regelmäßiger Parts kommen. Ja, gut, mehr kann ich nicht sagen. Lasst mir Likes da. Wir sehen uns wieder zu Mass Effect 2. Tschüss, bis dann.